Grüß dich Gott, grüße dich Gott oder Göttin, weil es geht ja um dich und um mich und es geht ja um unseren Auftrag. Du hast einen Auftrag, ich habe einen Auftrag, wir alle haben Aufträge, wir haben die mit hierher genommen, als wir als Seelen hierher inkarniert sind. Und das, was wir zu tun haben oder tun sollten oder müssen, meldet sich gelegentlich in uns. Wir achten nur oft nicht drauf, oder wenn wir etwas hören, dann glauben wir, wir spinnen, oder das ist eine Illusion, oder, ach, da haben wir uns jetzt getäuscht, oder ein Déjà-vu. Nee, 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 nee. Stimmt aber nicht. Also, wir hören diesen Ruf ständig, permanent, weil wir uns auch aufgrund unserer biologischen Kodiertheit 200 bis 400 Mal täglich unsere Geburtstraumen, unsere Programmierungen vorspielen und durchleben, nur es ist uns nicht bewusst. Und dieser Ruf zielt darauf ab, dass wir jetzt auch in unsere Berufung gehen. Das heißt, immer dann, wenn du merkst, dass du das, was du tust, ungern tust oder dass das, was du tust, mit dir etwas tut, was du nicht haben willst, sprich, dass es dir nicht so gut geht, ist es an der Zeit zu gehen oder zu wechseln. Und die Navajo oder auch andere Indianerstämme kennen den Spruch, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Wir haben gelernt, wenn du merkst, dass du ein lahmes Pferd oder ein sterbendes Pferd reitest, steig ab und führe es noch eine Weile und tu so, als wäre es gesund. Das funktioniert nimmer. Ein halbtotes mit einem dreiviertel toten Pferd zusammenbinden und daraus ein sich noch bewegendes Gespann zu machen, geht auch nicht. Das ist vorbei. Also wenn du merkst, dass du irgendwas in dir ist oder dass du spürst, du musst was anders tun, dann ist es Zeit, es jetzt anzugehen. Und dazu mache ich jetzt am kommenden Samstag ein Workshop von 14 Uhr bis 17:30 Uhr hier in Hackenbuch 32 in 4774 St. Marienkirchen. Und wenn es dich interessiert, da dabei zu sein und für einen kleinen Obolus von 50 Euro plus X diesen Workshop wirklich auch mitzumachen und dir die essentiellen Fragen zu stellen, und du darfst da auch einiges mit nach Hause nehmen, auch Unterlagen, paar Sachen, die wir uns auch notieren, dann bist du noch herzlich eingeladen. Ein, zwei Plätze habe ich noch, und ansonsten werde ich das natürlich auch demnächst als modulares Videothema zur Verfügung stellen. Wichtig ist es, die Berufung, den inneren Ruf zu hören und der Berufung zu folgen. Und ich habe das getan, und das ist nicht immer leicht, weil wenn die Berufung ist, andere Menschen mit Berufung zu führen, oder wenn die Berufung ist, auf der Bühne Blödsinn in den Ohren und Augen anderer zu erzählen, dann ist das manchmal schon ganz schön herausfordernd. Aber es ist so. Und ich mache es mit zunehmender Begeisterung und Freude. Und stell dir mal vor, du hast halbwegs so viel Freude an deinem täglichen Tun und Sein und an deiner täglichen Berufung als ich jetzt gerade. Und du verdienst damit dann auch noch Geld oder deinen Lebensunterhalt. Auf alle Fälle, du lebst in einem Wohlstand und frei von Sorgen und Ängsten. Was kann es Schöneres geben? Und auf dem Weg helfe ich dir natürlich gerne ein Stück weiter und freue mich, wenn du am Samstag dabei bist. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg dabei, dich selbst, wo du auch immer sein magst, mit deiner Berufung zu beschäftigen. Tu dich nicht auseinandersetzen, das ist so Feindbild, sondern tu dich damit befassen, tu dich damit beschäftigen, und das ist schön. In diesem Sinne, Namaste.